In Indien ist das Nipah-Virus ausgebrochen. Wie mehrere Medien berichten, sind bereits 2 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. 3 weitere Personen seien positiv auf das Virus getestet worden. Die indischen Behörden haben das öffentliche Leben in den betroffenen Regionen nun eingeschränkt. Unter anderem wurde ein Verbot öffentlicher Zusammenkünfte erlassen. Auch einige Schulen im Bundesstaat Kerala im Süden des Landes wurden geschlossen. Medienberichten zufolge stünden mehr als 700 Menschen unter Beobachtung, da sie Kontakt mit infizierten Personen hatten. Darunter seien rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens. Laut der Weltgesundheitsorganisation handelt es sich beim Nipah-Virus um einen Erreger, der eine weltweite Pandemie auslösen könnte. Das Virus wird entweder von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Mensch übertragen. Nach einer Infektion treten grippeartige Symptome sowie Gehirnentzündungen und Koma auf. Gegen das Virus gibt es weder einen Impfstoff noch ein Medikament. Die Sterberate liegt laut der WHO bei 40 bis 75%.